Ich glaube, die Hochschulen stehen je nach Standort genau auf der einen oder auf der anderen Seite. Es gibt so ein paar, die stehen dazwischen. Also es gibt die einen, da merkt man richtig gar nicht, dass es ein Internet gibt, außer dass man sich PDFs aus dem Internet lädt. Bei den anderen ist es dann komplett online. Also gerade in der Weiterbildung von Hochschulen, da sind Online-Angebote gefragt. Und ich glaube, genau zwischen diesen beiden Extremen pendelt das je nach dem Status von dem einzelnen Lehrenden hin und her. Dass das so richtig strategisch aufgegriffen wurde von den Hochschulen, sehe ich nur ganz selten. Sonst würde die Hamburg Open University gerade nicht so hervorstechen, wenn das schon der Fall wäre an ganz vielen Hochschulen. Es gibt also eigentlich noch viel zu tun. Die Hamburg Open University ist jetzt eine der ersten Ideen, wo ein ganzes Land, ich meine, das ist jetzt Hamburg, das ist ein Stadtstaat, das ist nicht ganz so riesengroß die Herausforderung, als würde man das in Nordrhein-Westfalen machen, sich sagt, wir wollen jetzt diese Online- und diese Offenheit fördern, und zwar als Ganzes, politisch unterstützt und mit ganz vielen Hochschulen im Verbund. Das wird wahrscheinlich auch deren größte Herausforderung sein, die unter einen Hut zu bringen. Aber diese Ansage zu machen, die findet man in Deutschland noch nicht oft. Die gibt es an einzelnen Hochschulen, wo es heißt, wir werden digital, wir versuchen das zu unterstützen. Aber die gibt es ganz, ganz, ganz selten, dass es wirklich so eine große Aufgabe auch von oben ist. Die ersten Experimente wurden in Lübeck gemacht mit dem Hanse-MOOC und dem Marketing-MOOC. Auf zwei ganz verschiedenen Plattformen, wo einfach mal gesagt wurde, wir machen das jetzt. Wir probieren das aus, um zu wissen, wie das überhaupt funktioniert. Und unsere aktuellen Aktivitäten befinden sich im Rahmen von Projekten. Also wir haben zwei große MOOC-Projekte mit mindestens 2 Millionen Euro Förderung. Und in diesem Rahmen dürfen wir Sachen weiter ausprobieren. Und zwar nicht nur weiterhin experimentieren und einfach mal gucken, was draus wird, sondern wir haben da schon eine Agenda, wo wir sagen, wie ist denn das mit der Anrechenbarkeit? Wie ist denn das, wenn wir mit ganz anderen Partnern zusammenarbeiten? Die Volkshochschule ist ein Partner, die haben gar keine eigene E-Learning-Infrastruktur. Und die sind an uns herangetreten und haben gesagt, wir würden gerne einen Kurs machen zum sozialen Ich. Den können wir bei uns in der Volkshochschule machen, dann erreicht er 20 Leute. Oder die können das so machen, wie sie es mit uns getan haben, dann erreicht den, der, ich glaube, 1500 oder so. Den haben wir auch verbunden mit Präsenzstandorten. Die hatten über 40 Volkshochschulen im ganz deutschsprachigen Raum bis runter nach Südtirol, wo dann Präsenzveranstaltungen dazu stattgefunden haben. Und das ist so ein ganz neuer Schritt, den wir gar nicht gedacht hätten, wo wir aber auch die Zuarbeit von den Kooperationspartnern brauchen. Ebenso bekommen wir jetzt mit dem Corporate Learning MOOC, der mit der Corporate Learning Alliance zusammen veranstaltet wird, so eine Art Ringvorlesungen-Modell. Also jede Woche wird mit einem anderen Unternehmen gestaltet und jedes Unternehmen wird das anders machen. Und das sind auch keine Profis, die das machen, sondern Unternehmen, die sich da reinarbeiten und die das zum ersten Mal versuchen. Und also teils zu großen Teilen zum ersten Mal. Und das wird so eine Sache, wo wir vielleicht auch als Hochschule den Unternehmen nicht nur Arbeitskräfte liefern, das ist ja ein Stück weit auch die Bildungsaufgabe, sondern auch während ihrer Existenz sagen, okay, wir bringen euch da ein Stück weiter voran. Also bei MOOCs gibt es ja immer dieses klassische Beispiel, das kleine pakistanische oder indische Mädchen, das jetzt einen Informatikkurs in Stanford belegt. Diese Geschichten gibt es wirklich. Haben wir vorhin erst von den Storytelling-MOOC-Menschen gehört, die eine Hausfrau auf den Philippinen mit der Story hatten. Und so ähnliche Stories haben auch wir, vielleicht weil wir deutschsprachige MOOCs bisher gemacht haben, nicht unbedingt bis in die Philippinen. Aber wir haben, eines unserer nächsten Lieblingsprojekte wird ein Rentner-MOOC, weil uns ein Rentner angesprochen hat und gesagt hat, ich habe eure MOOCs mitgemacht und wir bilden bei uns ehrenamtliche Senioren aus, Seniorentrainer, und das würde ich gerne als MOOC machen. Der Mann ist 78 Jahre alt und wir haben ihn getroffen letzte Woche und wir werden das tun. Es wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber das ist genau diese andere Zielgruppe, die auf einmal sich öffnet mit diesen Experimenten. An die wären wir nie gekommen, die wären auch nie auf die Idee gekommen, von Würzburg in die Fachhochschule Lübeck zu kommen, um sich dort Sachen anzugucken.